Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Motorstellung. Heute Teil 2 des Farmcon Packs, überarbeitet von Manu. Ja, heute ist der GTA dran. Wie gesagt, wir machen das wieder kurz und knapp, wie immer. Das heißt, wir springen in den Shop. So, da sind wir im Shop. Zu finden natürlich unter Kompakttraktoren. Auch beim GTR haben wir hier wieder viele Auswahlmöglichkeiten an Reifenkombinationen. Wir haben Rundumleuchten. Links, rechts oder beide. Wir können auswählen, ob das Kennzeichen unten oder oben ist. Wir können noch hier den Feuerlöscher einmal dazu konfigurieren. Auch hier können wir wieder das GPS machen. Dann kriegen wir den Empfänger und natürlich den Monitor. Dann ist das hier auch natürlich Position Farming kompatibel. Wir können auswählen zwischen Interactive Control oder Mouse Control. Und dann haben wir auch wieder eine große Farbpalette, wie auch beim Cylon. Gut. Ja, auch für den GTA gibt es da den Fronttank. Auch der ist fürs Menu System vorbereitet, wie man hier schön sehen kann. Okay, da ist er. Ja, grundsätzlich sowieso schönes Modell. Man kennt es ja von dem Farmcon Pack. Ist schön gemacht. So, dann schauen wir uns hier mal an, was er so alles an IC kann. Tür ist klar. Ach, da hat er seinen Schlüssel, stimmt. So, hier haben wir natürlich Lichtsteuerung, Blinker, Frontscheibe, eine Dachhaube haben wir auch. Jawohl. Ja, hier ist er mal mit Umleuchten, Lichtsteuerung. Das ist das Radio. Okay. So, auch hier haben wir das Dashboard live. Nur mit den Anzeigen. Wie beim Cylon auch. Einen Nachtrag habe ich auch noch. Das ist beim Cylon übrigens genauso. Man kann hier natürlich auch die Seite weiterblättern und hat die PDA. Ja, wie gesagt, das ist beim Cylon auch so. Das habe ich leider nicht erwähnt, obwohl ich es vorher schon gesehen hatte. Schande auf mein Haupt. Okay, ich würde sagen, wir machen noch mal eine Probefahrt.
So, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein zu der kleinen Mod-Vorstellung. Kurz und knapp. Ja, wie gesagt, schon beim Psylon gesagt, ladet euch das Pack runter, guckt es euch an. Mir gefällt es, ich kann es definitiv weiterempfehlen. Ich wünsche euch was. Ich sag erstmal und bis zum nächsten Mal.